Moinsens YouTubes und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Jawohl, es geht mal wieder weiter, denn es ist ein neues DLC rausgekommen. Es gibt ein geiles neues Boot, was ihr hier noch nicht seht, sondern hier seht ihr nur mein kaputtes Auto. Im Hintergrund hört ihr noch den Maxi irgendwie am Dasein. Hallo. Aber wir wollen... Der ist voll unwichtig, wir wollen lieber das Boot kaufen. Was eigentlich... Es gibt einen Sursor-Server neu, das lasse ich mir noch erklären, was das ist. Das weißt du ja, ne? Was ist das? Einen Securo-Server. Also Serv. Okay. Aber das ist ja schon nicht Server. Das ist eine neue App oder so, keine Ahnung. Aber wir wollen eigentlich eher auf das Boot eingehen. Das kann ich dir dann erklären. Ja, ja, genau. Wir wollen eher auf dieses schöne Bootbütchen hier eingehen. Wir haben nämlich wieder ein bisschen Geld gekriegt. Auf ganz legale Weise. Stellen Sie Ihre eigene Superjacht zusammen. Ja, möchte ich gerne. Ja, bitte nicht die Orion, nicht die Pixis, sondern wir hätten ganz gerne die Aquarius. Aquarius. Diese bitte für 8 Millionen kaufen, ja. Ach, Chrombeschläge, wer will... Als es fertig ist. Wer will denn schon Chrombeschläge? Ich will Goldbeschläge. Weiter. Was sind wir für eine Farbe? Blau sieht echt... Ah, lol, lebhafter sieht ja viel, viel geiler aus als Präsidenten. Sieht ja viel, viel fetter aus. In Gold oder in Blau? In Gold ist das teuerste, aber Blau ist eigentlich das schönste. In Blau. So, dann das noch. Im Bug. Ich habe das Fenster gar nicht zugemacht. Ein bisschen blöd. Ah, in Schwarz-Rot. Obwohl, wenn das Blau leuchtet, ist es, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv, wenn es Schwarz-Rot ist, oder? Scheiße. Kann ich zurück? Ja, ich kann zurück. Perfekt. Bei Schwarz-Rot passt dann Gold wieder. Weiter. Schwarz-Rot. Jawohl. Weiter. Und eine Deutschland-Flagge, das ist wichtig. Die heißt dann die Domdies Place to be. Wie? Oh Mann, jetzt passt Place nicht mehr. Place passt aber, ja, Place. Ah. Domdies Wix Studio. Nein, sowas schreibe ich da natürlich nicht rein. Puff, puff. Ich schreibe jetzt puff, puff. So. Ja, das ist gut. Weiter. So, Beleuchtung, Gold, Beschläge. Ja, ist alles gut. Wie viel kostet jetzt insgesamt? Ich glaube, ein bisschen zu viel. Jetzt kaufen, jawohl. 9,98 Millionen. Ha! Alter Schwede, ist das teuer. Ah, lol, die Boote sind alle im Angebot, ne? Jetzt? Schon gesehen? Mit allem Angebot. Richtig, richtig cool. So, mal gucken. Wo ist unser Boot denn jetzt? Wo steht das denn jetzt? Ich will mein Boot mal sehen. Da, irgendwo da draußen steht's. Wie kommen wir da jetzt hin? Die sind ja vielleicht lustig, ey. Stell mir ein Boot aus Wasser und ich weiß nicht, wo es ist. Ich hol dich mit dem Helikopter. Ich hab einen Jetski. Ich hab auch eine Yacht. Ich hab 20 Grad versenkt. Du hast auch eine Yacht. Ich wette, dann ist das gar nicht meine. Ich, ja. Ich wette, das ist dann gar nicht meine. Das ist dann einfach dein oder so. Das wäre mega kacke. Nee, das ist schon deine. Deine ist ja weiß markiert. Die anderen sind auch irgendwie markiert. Ich weiß nur nicht wie. Keine Ahnung. Sind das da vorne dran? Boah, jetzt holt ihr ein Kind oder so. Ich setze hier mal einen kleinen Hardcut. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück vom Hardcut. Schöner goldener Anker haben wir hier am Boot. Von vorne sieht es auch fett aus. Brumm, brumm, brumm. Ist wie so schön von der Seite zu sehen. Und an der Seite steht einfach die Domdies Puff Puff. Schon ein geiler Name auf jeden Fall. Nice, nice. Ein paar Jetskis hier hinten dran. Ja, wird ja nicht viel tun, ne? Kann ich aber gerne tun. Das Design. Jawohl, die Jetskis gehören auch alle mir, nice. Ja, das ist auch alles abgeschlossen. Ja, ja, das habe ich auch schon gesehen. Ich war auch schon auf anderen Yachten, aber... Komm darauf, jawohl. Die Domdies Puff Puff, Deutschland.
Es glänzt doch alles so schön. Erstmal in den Whirlpool. LOL. Man zieht sich direkt um, wenn man in einen Whirlpool springt, oder was? Und wenn es da rausgehst auch. Wie geil ist das denn bitte? Blub. Vor allem, wenn du nicht. Man ist doch nicht mal drin. Immer blub. Andere Klamotten. Das ist ja geil. Hey. Hörst du mit deinem Helikopter hier rumzufliegen? Hörst du wohl auf? Okay. So. Ich bin ja mal gespannt, was es hier oben noch so gibt. Ich bin jetzt erstmal am obersten Deck. Hier kann man irgendwie reingehen, das mache ich aber erstmal noch nicht. Und guck erstmal noch ein bisschen rum. Hier hinten kann man noch her. Kann man nicht aufs Heck? Ah doch. Doch, wo kannst du auch. Ja, okay, das ist jetzt eigentlich nicht gedacht, wie man es normalerweise macht. Kann man hier noch runter? Hier kann man... Lol, hier ist einfach nur ein Fenster. Interessant. Du hast nicht so gut geparkt. Wieso? Lol, jetzt halt immer gegen Geländer lehnen, gegen Geländer lehnen, gegen Geländer lehnen. Hier geht's nicht, komisch. Naja. Hier geht's. Wow, das bringt so... Das ist gut, ne? Ja. Weil in den unteren Teil kommt man gar nicht rein, irgendwie. Finde ich ein bisschen blöd. Du meinst den Motorraum da oben? So wie im Zimmer? Nee, nicht Motorraum, aber hier unten jetzt auch. Also wo ich jetzt, auf die unserer Ebene jetzt. Da kommt man irgendwie nicht rein. Doch, das ist, das gehört aber zum Bereich unten drunter. Ach so, okay. Kommt man hier irgendwie rein? Mal schauen. Nee. Einfach mal schauen. Von hinten rein. Hier ist nur ein Rettungsring. Ja. Das ist alles nix. Lol. Achso, ja egal. Unten war ja eh nichts mehr. Ich bin jetzt irgendwie reingegangen. Eintritt mit einem Namen. Ich kann nicht rein. Okay. Eintritt mit nahen Freunden von Crew und sowas stand da gerade. Ich habe jetzt einfach mal auf dort drauf geklickt. Oh, sick. Erstmal so ein Bild, was einen begrüßt, mit Orangen und so. Wir bleiben erstmal auf die unteren Etage, mal gucken, vielleicht gibt es hier irgendwas Geiles. Ein Monet. Ein Da Vinci. Ist klar. Warum? Guck mal, was auf dem Boden liegt. Ja. Hast du es gesehen? Also warum? Warte. Da liegt noch eine Erinnerungsmine. Ja, nice. Das ist mega nice. Stell dir vor, dich greift. LOL. Was lag da? Das schwere Scharfschützengewehr. Ha! Hier liegt das Gefechts-MG. Drüben beim anderen. LOL, wie einfach die Waffen hier alle liegen. Ja, kein Wunder, dass es so teuer ist. Das sind ja nur die Kajüten von den ganzen Arbeitern oder so. Also, das ist ja nicht die Hauptsuite. Hier, das ist die Hauptsuite. Was lag hier drin? Nix. Nix? Dominik. Sind wir ein kleines Gespräch? Nö. Hier liegt noch eine, HVK. Nein. HVK war ein anderes Spiel. Schau dir mal das Bad an, Junge. Das Bad? Oh. Mega nice aus. Ich komme zurück. Ach, hier war es das Bad. Habe ich eigentlich gar nicht gesehen. Aber nur ein Waschbecken, ey. Oh, lol. Nee. Geht's ja weiter? Zwei. Nee, zwei. Zwei. Immer für die Frau hier hinten, dass sie auch schön kacken kann, ohne dass der Mann das sieht. Wenn es so scheiß, kannst du dich von hinten anschauen. Ist doch geil. Erstmal duschen. Erstmal baden. Baden. Geht nicht. Erstmal duschen. Hallo, duschen. Ich will die ganze Zeit duschen. Magst du kurz rausgehen? Kann ich duschen. Du bist draußen. Ich kann nicht duschen. Mann! Da konnte ich gerade duschen. Oder? Ja, ich kann duschen. Jawohl, ich kann duschen. Okay, wieder raus. Ich will wieder raus, schnell. Wie einfach eine Hose beim Duschen anhatte. Was ist bei ihm los? Das Boost ist schon echt... Das ist eigentlich schon mega nice. Die ist echt mega, mega nice. Und das ist jetzt das untere Deck, wo wir drin sind, ne? Wir kommen doch auch irgendwie höher. Wir können dann noch eine Etage höher rennen. Auf jeden Fall. Genau hier. Alter, das Ganze mit LEDs und so, die Leitern. Ich glaube, das mache ich mir im Real Life. So eine Yacht. Oh, fetter Fernseher.
Erstmal Fernsehen gucken. Ah, und hier ist die Bar. Die hat mich, die kennt man ja schon so. Die Bar. Hello, Sir. Hello. At your service. Schön, dass ich nur mit 30 FPS spiele, aber egal. Ich hätte uns gerne einen Drink. Die Barkeeperin bedient gerade einen anderen Kunden. Noch ein Drink. Natürlich einmal. Ich muss mir die Frau doch schön trinken. Ja, okay, mit meinem Tattoo auf dem Gesicht sehe ich auch nicht so pralle aus, aber ja, das Hi. Kann nur keine Waffen nehmen, ne? Man kann aber. Leute, hier geht's auch Security. Okay, interessant. Interessant. Wein zu trinken. Wein trinken kann man einfach. Was zur Hölle? Bong-Animationen gibt. Bong? Keine Ahnung. Gut möglich. Das Bild. Warum gönnt er sich den Wein selbst? Das ist ein bisschen peinlich. Können wir wohl auch von oben hier reingucken? Mal schauen. Oh, ich glaube, ich habe mich besoffen. Solange du dich nicht ins Koma sollst. Ja, vor allem, ich habe 2 Whisky getrunken, alles gut. Ein Wein, direkt abgesoffen. Und raus hier. Das Let's Show von dem Boot wird viel zu lang, aber egal. Ich will wenigstens noch gucken, ob man hier irgendwie oben reingucken kann. Und wir kriegen halt einen Helikopter dazu, wir kriegen halt 4 Jetskis, ich glaube noch... Nein! Man bekommt noch ein Dingy dazu. Hier sind die Jetskis, die 4 Stück. 2 Boote, also 2 Speedboote, diese Luftkissenboote. Hey, mein Heli ist weg. Weil du da schon nicht in meinem Haus drin warst oder so. Ja. Da schwimmt immer noch alles, richtig schlimm. Ich bin auch fast schon wieder über die Brüstung gesprungen. Man kommt jetzt nicht mehr... Och Mann, gerade eben habe ich das geschafft, ne? Ich habe das gerade eben hab ich das noch geschafft. Na, ist auch egal. Man kommt auf jeden Fall dahin. Ich gucke mir jetzt nochmal den Heli an. Und halt die Boote und so sind alle in der gleichen Farbgebung. Das ist ganz cool eigentlich. Steig mal im Heli hinten ein. Nein, ich will meinen Heli selbst fliegen. Nein, steig mal hinten ein. Also ist das so ein Luxus-Heli oder was? Steig mal hinten ein. Ich kann gerade nicht so richtig laufen. Ich bin ein bisschen besoffen. Merkt man dezent. Der Heli sieht schick aus, ey. Ja, Champagner trinken und Internet surfen, ne? Genauso wie dieser Luxus-Heli halt, ne? Ja. Ah, das ist deine Yacht? Ja. Schick, schick. So komplett in Gold. So gut wie. Wenn sie da vorne kurz drauf landen. Das sieht immer so scheiße aus. Ich liebe es. Nein, nicht hinten. Oh oh. Lol. Ich hol dich ab. Basti. Ich hab nicht auf dich geschossen, nein, hab ich nicht. Hier fliegst du aber. Will ich auch, genau das wollte ich nämlich machen. So, dann den Heli so schön hier. Da ist ein Loch in der. Aber ich hab gar nicht so schlecht getroffen.
Wollen wir nochmal eben fliegen hier? Flieg mal ein bisschen ruhiger, sonst kann man sich den ganzen Champagner nicht einschenken. No, tut mir leid. Ruhiger fliegen. War gerade dabei, den Champagner zu trinken. Das war ruhig geflogen. Okay, aber ihr seht das. Okay, wir spawnen wieder auf dem Boot drauf. Geil. Ja, du hast 5000 bekommen. Hm, nice. Muss mein Helikopter? Dumme. Hallo, Helikopter spawn neu. Dumme. Da fehlt noch was. Ach, hier oben kommt man auch noch rein? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Fast das vergessen, ey. Lass mich mit rein. Kann ich momentan noch nicht. Ah, hier ist die Brücke. Oh, Liegeplatz verlegen. Ja, kostet ja nur 25.000, ist ja nix. Pert. Ne? Echt, bist du auf dem Boot noch drauf? Ja, ich bekomme jetzt auch die Cutscene. Schade, ich dachte, man könnte einfach so fahren. Das wäre geil, ey. Mit so einem riesigen Boot einfach so durch die Gegend fahren. Nee, das geht leider nicht. Das wäre mega sick, ey. Das wäre echt mega sick. Nee. Pert. Warum kommt wenigstens so schnell von A nach B? Junge, wo hast du dich hinverlegt? Nicht ganz andere Ende der Map, nein, hab ich nicht. Ich hasse dich. Okay, aber an dieser Stelle sage ich erst einmal wieder. Danke fürs Zuschauen. Achso, lol. Danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bei GTA Online Let's Show DLC. Wie heißt das DLC eigentlich? Keine Ahnung. Das neue, schöne, geile DLC. Warte. Das schöne, neue, geile DLC. Beim nächsten Mal wissen wir Executive den Namen. And other criminals. Executives and other criminals. Okay, geil. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Okay, kleiner Nachtrag zum Yacht. Denn es gibt hier einen Yacht-Service. Da kann man eine Schiffsform betätigen mit. Das kann ich natürlich jetzt nicht machen, weil ich nicht bei der Yacht bin. Aber egal, man kann die Yachtabwehr anmachen. Das würde ich ganz gerne mal gucken, wie das aussieht. Das sieht man dann im LP. Viel Spaß dabei, wenn ihr das guckt. Abwehrausnahme mache ich niemand. Oder nur mich? Geht nur mich? Nee, niemand? Freunde, was geht? Was soll's? Was geht, ist klar. Was soll's? Freunde einfach mal. Fahrzeugzugang hat auch nur Freunde. Yachtzugang haben auch nur Freunde. Und Bekleidung ist, ja, Badebekleidung. Ist ganz cool auf jeden Fall, dass man so noch ein paar Sachen einstellen kann. Aber jetzt aber wirklich, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.